Hallo und Applaus, Applaus. Es geht weiter. Ja, wir sind zurück bei Super Mario Bros. 3 nach über 3 Monaten her. Nemo und ich wissen beide gar nicht mehr, was überhaupt noch Sache war. Und ich bin dran. Das macht sich gerade besser. Hab ich ein Items? Ich habe eine Wolke. Ich habe einen Pilz. Ich habe einen Dübel, noch eine Wolke. Ich habe einen Waschbär. Und noch einen Pilz. Nemo kreuzt die Uhr noch. So ist die Frage. Wie war das, um das Item nicht zu nehmen? Okay. Ich guck einfach nach, was für das 6. Mal war. Nein, ich bin nicht der. Ja, das hatte mein Bildschirm. Nemo hat Spaß. Sichtlich. Nemo kommentiert einfach, den sie einfach klatscht. Ich weiß, du schaffst das. Hier waren auch schon versteckte Blöcke, glaube ich, ne? Ja, rechts. Alter, das wusste ich sogar noch. Ich bin so ein Nerd. Das ist uns oft genug gesehen. Ich bin nur von Beruf voll Nerd. Boah, geil, wo kannst du unterschreiben zur Ausbildung? Bei. Ich glaube, ich brauche keine Ausbildung mehr. Jetzt bist du von Beruf voll Idiot. Ja, ist mein Zeitjob. Ja, man merkt, es läuft klasse. Was? Läuft klasse? Ach ja, Nemo hat ihr Lieblingslevel gefunden. Oh nein, es war das Level. Es war das Level. Da verschluckt er schon fast. Toll. Der stirbt da. Ja, wie beide anscheinend. Im Wechsel. Ja, ich versuche trotzdem mein Level. Mach Level 6. Ja, komm. Auch mal sterben gehen. Die Flasche ist auf mein Kabel. So. Jetzt habe ich auch endlich meinen Controller richtig in der Hand. Feste in die Hand nehmen. Was? 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 Welche Röhre war es mal? Ich glaube die da, ne? Ich glaube die untere war das, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Werden wir ja sehen. Das war die falsche. Okay, das war die falsche. Nehmen wir die falsche Röhre bestiegen. Was? Ach, aber schöne Musik. Ah, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, warum wir es nicht aufgenommen haben. Wir hatten, glaube ich, diese Lille im Kopf und denken so, nein. Das darf doch nicht sein. Wie lange sind wir zu der Aufnahme? 4 Minuten. Ey, 4 Minuten und ich raste schon aus. Hey Louis, der ist auf grün. Ja, dann du. Im Geiste. Getrennt. Gumbario. Klingt wie so ein Paper Mario Charakter. Das ist auch ein Paper Mario Charakter. Stimmt. Ah! Der erste kleine Gumba hieß Gumbario, ja. Warte mal kurz, mir ist was umgefallen.
Chaos. Chaos! Nee, es ist immer. In meinem Zimmer herrscht immer Chaos. Ich gucke gerade so unauffällig nach links. Nach links? Ja, in mein Zimmer rein. Also, sei froh, dass du nicht hier warst. Das ist auch Chaos. Ah! Du bist gerade vor dem Bett gesprungen, weil du wolltest, er haut ab und springst trotzdem wieder rein. Ich wollte auf ihn drauf springen, ich dachte, er fällt schneller. Achso, er war zu langsam, okay. Ja. Er ist quasi Antitonic. Ich mag es halt schnell, nicht langsam. Schönes Wetter heute. Nee, gar nicht. Ist viel zu kalt. Ja. Jetzt sind wir so schön warm. Ist wieder kalt. Weißt du was? Ich versuch's jetzt. Kleiner jemand durchzukommen. So. Ja. Der Goomba. Ja, stell das Wunsch weg. Ja. Ich wusste jetzt nicht wohin. Ich. Ja. Theo freut sich. Das ist schön. Sie darf das nächste Level machen. Level 4. Nemo freut sich. Ja, Nemo freut sich ganz doll. Man merkt das. Mehr als war. Dieses Spiel. Nemo ist not amused. Man merkt das. Nee, so gar nicht. Und das ist Welt 4, ne? Es gibt 8 Welten. Wie schon so gesagt haben. Also Leute, wir sehen uns in 3 Jahren wieder, wenn wir mal so ansatzweise vielleicht in die Nähe von irgendwas gekommen sind. Och Mann. Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass wir in 3 Jahren erst nächste Aufnahmesession machen. Ja. So nach 3 Jahren. Nemo, hat man eigentlich noch ein Projekt offen? Zu Mario war das 3? War da nicht irgendwas? Muss ich nach rechts oder links? Wahrscheinlich rechts, ne? Muss ich mal rechts, ja. Spaghetti-Klempner. Man muss aber auch sagen, die haben Marios Bauch echt sehr gut betont, ne? Ja, klar. In der Spielvariante. Das Problem ist, ich habe mir so heute gedacht, ach Mann, wenn wir schon das aufnehmen, dann kann ich vielleicht mal wieder was von meinem Channel aufnehmen. Aber nach der Session habe ich, glaube ich, gar keinen Bock mehr, was aufzunehmen. Ich zerstöre Nemos Lebensgeister. Das macht mich gerade nicht glücklich. Also. Und sterben. Pilz. Hey, wir haben nach 8 Minuten ein Level geschafft. Dass wir das Level schon mehrmals gesehen haben, erzähl ich mir einfach nicht. Du darfst ja noch das Lebensspiel mopsen. Ich darf Leben spielen, mopsen. Du darfst an dem Mopsen leben, was? Was? Keine Ahnung. Meine Gedanken sind mysteriös und geistig und verwirrend. Immer. Das ist wie bei SpongeBob mit der Kugel der Verwirrung. Kennst du das? Nö. Folge kenne ich sogar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß, dass die Folge irgendwas mit Merium von Mann und Blaubeerschuss zu tun hatte. Oh. Ich kenne nicht so viele Folgen von SpongeBob. Ich glaube, da müssten wir jetzt Silent fragen oder so. Okay, es sind Louis, bis 3. Ich weiß, dass du einlochen willst, aber das geht zu weit. Hey, das war Hole One. Nach 3 Versuchen. Kannst du dann bitte nicht? Cool, mach ich es. Ich heiße 3 und will ich nicht rein. Wir lassen die Zuschauer entscheiden und machen hier aus. Für die nächsten 3 Jahre. Okay, ich gehe da rein. So. Bum, 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 bum. Achso, ich muss gleich mal nach Discord rüber switchen. Ich war eingedrückt. Zur Info, die grünen fallen runter, weil sie Pfosten sind, die roten nicht.
Das hat sie jetzt gesagt. So, mal bitte ganz kurz nicht erschrecken. Ich werde uns mal ganz kurz im Discord in den Aufnahmestudio verbrachten. Oh no. Also ihr hört jetzt gleich den Discord-Sound vermutlich, oder auch nicht. Verdammt. Also ich verschwere erstmal Demo. Und da ist er wieder. Ey, zwei Leben. Da kann man mal klatschen. Ja gut, da noch zwei drauf. Ich hab's voraus gesagt. Zwei Leben. Ah, Applaus. Backpfeife. Krieg. Heute Abend grötzt der Schildkrötenkopf. Ach Mann, du bist so eine Arschschildkröte! Oh Gott. Nein! You're still alive. Mein Spiel hat gerade gehangen. Ich würde sagen, Mario war ein kleiner Snack. Er war Snack und weg. Ist wie Knack und Back. Ob es irgendeine Süßigkeit oder ähnliches gibt, was Snack und weg heißt? Nö. Marktlücke, ich sag's euch. Es gibt nur... Obwohl es... Du könntest sagen, Snickers hätte sowas ähnliches. Und Hunger ist vergessen. Ja, ist ja so ähnlich. Ja, ja. Ich höre schon die Klagen. Jetzt kommt gleich in den Kommentaren. Nein, stimmt nicht! Oder das? Ja. Stirb, Schildi! Doch. Alter, hör auf zu ruckeln, bitte. Ah! Oh, Nemo, jetzt willst du es wissen. Ich hol sie gleich Pumpkin raus und macht Mario Bros. GTA. Ich bin zu schnell gelaufen. Nemo ist einfach zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen, Leute. Also ich sehe uns hier noch nicht gut durchkommen heute im Laufe des Tages. Komm bei Fuß. Louis. Wärst du jetzt getroffen worden? Ich hätte dich so ausgelacht. Ich mich bitte, du bist ein Freund. Ein Freund hat mich gerettet. Und dem gestorbt. Es sind zwei. Gute Sachen, würde ich sagen. Ich wollte sie, dass du die Pflanze töten kannst, während du die Kröte da hast. Ah. Das kam unerwartet. Oh, das war knapp. Wie hat die mich nicht getötet? Und wer hat mich die getötet? Und warum töte ich die? Weiß ich nicht. Ha, ha, ha. Oh, Louis schafft es! Egal! Ja! Wir haben zwei Level geschafft! Ja! Wow. Du hast ein Schloss machen, wenn du willst. Wir haben es hinter uns. Stirb nicht. Das muss ich machen. Nee, bitte nicht sterben. Da, da, da. Die Donut-Plattform.
Nein! Mit Mario. Du warst doch schon da oben. Ach, ich bin nur so frei. Bin dir gestohlt. Also kannst du noch einen Mucks. Pick the Box! Naja. Hast du eine Box gepickt? Besser als geäfft. Und nein, liebe Kinder, ich erkläre euch nicht, was geäfft heißt. Macht eure Eltern, die wissen das. Ich weiß es auch nicht. Also macht euch nichts draus. Ich hänge sehr beim... Vergiss es. Ich weiß, was du sagen wolltest. Und dann hast du einfach Instant Karma getroffen. Ja. Ich bin auch stolz drauf. Nein. Sie kam, sah und starb. Dün. Musstest du jetzt das sagen? Sie lässt mich allein mit dem Level hier. Mama, kannst du mich abholen? Ja. Ich will nicht mehr. Wie jetzt? Ich muss das spielen. Nur weil ich mir ausgesucht habe? Ach, Manu. Ja, du wolltest Let's Play machen. Selber schuld, Junge. Bist alt genug. Ich hab dich gefragt, du hast ja gesagt. Und das war kein Heiratsantrag. Der A-Knopf ist auch kein Heiratsantrag, anscheinend. Das ist auch der B-Knopf. Naja, vielleicht hast du ja auch A gedrückt. Ich leiste dir einfach Gesellschaft. Übrigens, der A- und B-Knopf sind beide springen. Ich weiß. Aber ich renne mit Y und drücke und springe mit B. Ne? Ist... Welche Röhre war es jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Die untere, ja. Okay, dann sag ich das nächste Mal B-Knopf. Geht doch. Wir wollen hier korrekt bleiben. Macht das Leben. Das Leben hat einen Sinn. Aber wenn du jetzt 5 Leben kriegen solltest, dann ja. Scheiße. Du kriegst auch schon mal mehr Teile zusammen als ich. Ich bin für die Spiel zu doof. Also für das ganze Spiel jetzt, nicht nur für das Lebensspiel. Tschüss, Pilz. Keiner macht den Drogen! Was? Was? Naja, welche Waschgruppen sind so? Hallo, kennst du irgendeinen Pilz, den du essen kannst und du wirst sofort gleich groß? Das ist alles bloß Drogentrip hier. Doch die Drogen sind nur in Yoshi's Island. Naja, da gab's ja auch schon Baby Mario. Der hat das quasi mit übernommen. Deswegen ist er so high auf Pilze. Ja. Yoshi hat Baby Mario verdorben. Verstehe. Bist du heute so eine Überlegung auf Arbeit gekommen? Normalerweise legen ja bloß die Weibchen Eier, ne? Ja. Also in jeder Tierform. Warum kann Yoshi Eier legen? Ist Yoshi eine Frau? Weil eigentlich sagt man ja, dass Birdo die weibliche Yoshi-Variante ist. Naja, es stimmt nicht ganz. Ich kenne von keinen Reptilien, dass die männlichen Reptilien Eier legen. Ich kenne von einem Lebewesen, dass der Mannpart zieht die Kinder auf. Naja, das kenne ich auch, aber Eier legen tun eigentlich bloß die Weibchen. Nee, der Mannpart nicht die Kinder aufzieht, nein, die Kinder gebärt. Seepferdchen. Okay. Bei Seepferdchen ist der Mann, der dir die Kinder gebärt. Also ist Yoshi ein Seepferdchen. Nein, aber ich wollte nur sagen, es gibt halt in der echten Welt ein Lebewesen, das kann. Wieso soll es dann bei Mario-Universum nicht auch ein Tier geben, das Eier, also einen Mann geben, der Eier legt? Ich meine, er legt Eier und schießt die. Er schießt die Ungeborene weg.
Ja, sind ja nicht befruchtet wahrscheinlich. Eine moderne Art von... Nein, das sage ich jetzt nicht. Muss bedenken. Yoshi hat kein Weibchen bei sich gehabt, während er die Eier gelegt hat. Vielleicht gab es ja keine Befruchtung. Ich glaube, dieses Thema könnte ein ganzes Video füllen mit 30 Minuten oder länger. Okay, das tun wir lieber, glaube ich nicht. Justice Fury, a Game Fury. Ich merk's schon, das Level ist nicht meins. Und das andere, ja? Auch nicht. Also eigentlich sitzt niemand nur die Zeit ab und wartet, bis es die nächste Welt losgeht. Aha, ausgetrickst. Na komm. Idiot. Ja. Mario ist kein Wiener. Meins. Ich hatte gerade für einen Moment Angst. Ach, wieso denn? Ist doch nichts passiert. Die Rote macht mir auch Angst. Und sie kommt zurück. Ja, weil die Rote schlau ist, der Grüne nicht. Also willst du sagen, Luigi ist doof und Mario ist schlau? Sind die Koopas? Nee, aber Rot und Grün. Ich habe aber von Koopas geredet. Achso, okay. Wir differenzieren ja also zwischen Menschen und Schildkröten. Was? Ja, keine Ahnung. Ich muss doch auch was Content-mäßiges bringen hier. Und mehr durch kann ich nicht. Was zur Hölle bin ich hier hörend? Du bist das gewohnt. Du kennst mich seit 3 Jahren. Also aktiv. Bist du sicher? Ich überlege gerade. Wir kennen uns, glaube ich, zwar nicht ganz so lange, aber so 3, 4 Jahre. Du musst auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß, du warst Zuschauerin bei Kai des Öfteren. Ah, du blöder Arsch, hast die umgedreht! Oh, wie lange kennen wir uns das eigentlich? Ich bin schon aktiv. Das gucke ich jetzt noch. Ich hole mal ein kurzes Item. Geil, ja, ich habe einen Waschbär geklaut. Ich habe 2 Waschbärenzüge. Ich finde eigentlich die Bewegung von Luigi mit diesem Outfit in dieser Ansicht ganz witzig. Du hast weißt du, diese Bewegung, die er gerade gemacht hat, mich irgendwie daran erinnert, an diesem Just Do It! Moment, ich hab mich ja gehört. Das habe ich auch versucht, auf die Art und Weise. Ich wusste, ich hab's schon versucht. Es war wieder dahin zu gehen. Na ja, gut. Jetzt bin ich ein größter Waschbär. Kann man irgendwie nachgucken, wie lange man schon auf einem Server ist? Ich kann gucken, wie lange du bei Kai auf dem Server bist, ja. Das wollte ich gerade nachgucken. Einfach auf Rechtsklick. Du bist seit... Okay, ich kann es hier nicht anschauen, weil ich im Streamer-Modus bin, aber ich kann es auf Mini nachgucken. Nein! Ja, doch, kann ich. Aber ich glaube, ich sollte erstmal spielen. 14. Mai 2020 bin ich seitdem auf Kai's Server. Na, das ist dann 4 Jahre, ja. Aber ich glaube, in der ersten Zeit hast du ja eher mit ihm gequatscht und so, und wir kamen auch später dazu. Und bei euch auf dem Server bin ich am 24. Dezember 2020 drauf. Schon. Na gut, dann ist es doch 4 Jahre. Eigentlich 3 Jahre. Plus die 1 Monat jetzt quasi. Hm. Naja, ich wollte eigentlich nachgucken, wann wir es erstmal geschrieben haben, weil ich weiß, das erste Mal, wo ich auf Sky's Server wirklich auch gegangen bin, war ja, als wir Valorant gespielt haben. Und da habe ich ja mit euch schon gespielt. Da warst ja. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber ich weiß, Steven war dabei.
Ich guck das einfach mal rein. Aber da warst du dabei, da hast du getrunken, glaube ich, ne? Nein! Das werde ich schon danach eingeordnet, wann ich getrunken habe. Ja, das Problem ist, ich habe dich kennengelernt, da habt ihr Valorant-Saufspielchen gemacht im Stream. Und dann, als ich das erste Mal deinen Stream gesehen habe, hast du gesoffen wegen Odyssey. Mario Odyssey. Ich habe dich kennengelernt, als du besoffen warst. Das erklärt, warum du noch zu mir hältst. Das heißt, na ja, gut. Ich hasse diese Stelle. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle, an der Stelle. Nee, aber ja. Kenne uns jetzt schon eine Weile. Und wir sind immer noch bekloppt in der Birne. So, wenn Nemo jetzt dasselbe Rocken gewinnt, stalk ich unsere Nachrichten. Okay, ich sehe gerade, das erste Mal aktiv geschrieben haben wir im Juli, am 7.7. Und da hast du gestreamt. Ich habe bei dir einen Streamstuhl geguckt. Lol. Da! Und die gefühlt fünfte Nachricht davon ist, dass du wegen Steam Angst hattest. Ich guck am besten nicht weiter die Nachrichten durch. Ich weiß wieder was! Ich weiß es wieder. Mhm. Ich weiß, was die Nachricht war. Also ich weiß, was wir gemacht haben. Mhm. Weißt du es auch noch? Ja, wir haben GTA gespielt. Wir haben GTA gespielt und Steven hat sich übelst aufgeregt und ich so, Lou, ich hab Angst. Ja, das macht mir Angst. Das war Casino heißt. Das war so lustig. Hattest du nicht irgendwie drauf geschrieben, brauchst keine Angst haben oder so? Hab ich. Er ist eigentlich so. Ich meine, du kannst ihn da noch nicht so gut wie jetzt. Also du weißt. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt halt nicht sonderlich viel. Ich kannte nur halt ihn von Valorant spielen ein bisschen mit uns. Und du meintest dann so, er ist eigentlich ganz nett, keine Angst. Ich so, oh Gott. Er beißt nicht, er klappert nur. Oh, geil, Leben. Wo bist du eigentlich da lang gerannt? Ich hab den P-Switch benutzt. Und nach dem P-Switch wurde mir angezeigt, dass da eine unsichtbare Tür ist. Und ich bin in eine unsichtbare Tür reingegangen. Ah, deswegen hast du es aber für Leben. Und bist immer noch am Leben. Und du bist beim Bum-Bum. Nur kein Druck nehmen. Doch, gut, der ist einfach. Die Zeit geht ja auch nicht. Ja, der ist einfach. Übelst schnell. Hey, Papa. Wir haben das Schloss abgeschlossen. Wir können zum Luftschiff. Leute! Wir schaffen Welt 4 vielleicht doch noch. Aber nicht in dieser Folge, weil die ist vorbei. Obwohl. Nein! Aber im nächsten. Alter, wir haben das geschafft in der ersten Folge nach ewig langer Aufnahmepause, wo wir davor ewig lang gekackt haben. Also wir werden die Aufnahmesession und in 3 Monaten sehen wir uns wieder. Ja, Leute. 3 Monaten, nächste Aufnahmesession. Ich möchte das Let's Play so langsam mal auch mal möglichst abschließen. Ich würde es auch gern abschließen, dann können wir vielleicht was anderes aufnehmen. Da stellt sich die Frage, was? Und das werden wir später herausfinden, wenn dieses schöne Let's Play vorbei ist. Also irgendwann 2030. Naja. Oder später. Egal. Wir sagen erstmal danke fürs dabei sein und für das Zuschauen. Weil unsere... Ja, keine Ahnung, was wir fabrizieren. Das ist eigentlich alles nur... Das ist alles nur geklaut. Ey, yo.
Es ist alles nur geklaut. Wir gehen am besten alles jetzt ganz weit weg. Okay, ich sollte aufhören zu singen. Wir sagen danke und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!